Hallo RCK Racing Freunde, ich begrüße euch zum heutigen Video. Heute geht es wieder um den Karten T14R, beziehungsweise weniger um das Fahrzeug selber, sondern mehr um die Ersatz- bzw. Tuningteile. Denn es gibt nichts Schlimmeres, wenn man auf einem Rennen ist oder auch irgendwo zu Gast an einem Trainingtag auf einer schönen Strecke und es geht irgendwas kaputt, was man nicht auf Halde, also als Ersatz dabei hat und es auch niemand im Fahrerlager gibt, der dieses Teil hat. Und daher auch mein allererster wichtigster Tipp eigentlich, orientiert euch, wenn ihr sowas machen möchtet, an dem, was die meisten in eurem Umfeld fahren. Das wurde ich auch schon oft in den Kommentaren gefragt, hey, wie soll ich da anfangen, was für ein Auto soll ich mir nehmen? Geht einfach mal in die Vereine oder an die Strecken hin, redet mit den Leuten, die sind alle redewillig, also wir sind ja auch nur Menschen, RCK-Menschen, und redet einfach mit denen und die geben euch auf jeden Fall Auskunft und orientiert euch einfach an dem Fahrzeug, was die meisten fahren, weil dann habt ihr auch immer die Sicherheit, dass irgendjemand das Teil hat, was ihr gerade braucht, das ihr dann abkaufen könnt. Aber jetzt genug dem Vorgeplänkel, ich möchte einfach gleich mal loslegen. Also für mich das wichtigste Teil bei so einem Fahrzeug, wenn es denn C-Hubs besitzt, sind die C-Hubs. Denn wenn ihr mal leicht eine Bande touchiert oder auch mal ein anderes Fahrzeug, gerade während dem Rennen passiert das ganz schnell mal, dann solltet ihr auf jeden Fall C-Hubs mit im Gepäck haben. Und darum ist das auch das erste Teil, was ich dringend empfehle, als Ersatzteil nachzubestellen. Ich habe die C-Hubs hier sogar zweimal nachbestellt. Die kommen immer pärchenweise, einmal linkes und einmal rechtes C-Hub, da die ja nicht gleich verbaut sind. Also die haben ja eine andere geometrische Form. Als nächstes, vielleicht nicht ganz so wichtig, aber auch wichtig, kann auch gerne mal kaputt gehen, wenn man irgendwo mal richtig einrastet oder so, passiert halt mal, sind die Axträger aus Kunststoff. Und hier gibt es bei Karten 4 Stück in einer Tüte, einmal oder zweimal die vorderen und zweimal die hinteren. Somit ist man da auch ganz gut ausgestattet. Was man sich auch noch bestellen kann, geht auch manchmal kaputt, vor allem auch hinten gerne mal, dass es ein bisschen ausleiert, dass man das auch mal tauschen kann, also praktisch als Wartungsarbeit, sind die Lenkhebel und diese Achsaufnahmen hinten. Hier habe ich allerdings leider das falsche Teil bestellt. Da gibt es bei Karten Unterschiede zwischen dem Tourenwagen 4WD und den anderen Chassis und da habe ich leider das NBA 251 bestellt. Aber hier müsste das Teil das NH1404 heißen. Dann sind wir mit den wichtigsten Ersatzteilen eigentlich auch schon durch, aber das ist natürlich je nach Fahrer und nach Gusto geschuldet. Also das müsst ihr selber so ein bisschen rausfinden, was bei euch oft kaputt geht, was ihr auf jeden Fall nachbestellen solltet. Das ist bei jedem Fahrer einfach ganz verschieden, aber die Sachen sind die Teile, vor allem die Kunststoffteile, die ich euch ans Herz legen würde nachzubestellen. Und dann gehen wir auch schon auf die Tuningteile ein. Ich habe da auch einige Sachen bestellt und manche Sachen werten das Fahrzeug auf und manche Sachen finde ich essentiell wichtig, um das Fahrzeug gut setupen zu können. Und damit fange ich als allererstes schon mal an. Und zwar ist ja hier im Karten vorne, genauso wie hinten, ein Diff verbaut, weil das kommt im Baukasten mit. Vorne würde ich euch aber empfehlen, kein Diff einzubauen, vor allem auf jeden Fall nicht so ein weiches, was hier vorgegeben ist. Also entweder richtig festes Öl da reinbauen oder ihr bestellt euch dieses Tuningteil mit. Das ist vorne ein Spool und bildet somit eine Starrachse. Was das bewirkt, ist vielleicht auch mal ganz interessant. Also wenn ihr einen Diff fahrt, dann ist es so, dass das Differential, das kennt ihr vielleicht auch aus dem Auto, wenn ihr aus der Kurve raus Gas gebt und ihr seid noch im Kurvenwinkel, dann wird das innere Rad, das noch keine Last hat, weil auf dem äußeren Rad aus der Kurve raus ist ja die Last drauf, wenn ihr dann Gas gebt, dann wird das innere Rad immer so leicht durchdrehen. Und das will man ja eigentlich vermeiden, sowas. Das heißt, aus der Kurve raus habt ihr mit dem Differential eigentlich immer so ein bisschen weniger Traktion, muss man sagen. Was dafür schöner ist, wenn man ein hartes Diff vorne einbaut, das Einlenken in die Kurve. Müsst ihr einfach mal ausprobieren, wenn ihr beides habt. Baut einmal ein Differential ein und einmal ein Spool und fahrt immer wieder die gleiche Strecke, vor allem auch immer auf den gleichen Rädern, also immer vergleichbar bleiben. Und dann werdet ihr merken, dass das Einlenken irgendwie viel, viel smoother, viel geiler ist als mit dem Spool. Aber ihr werdet Zeit verlieren, einfach am Scheitel teilweise und am Kurvenausgang vor allem.
Also ich werde hier auf jeden Fall das Pool einbauen. Was ich dann auch wichtig finde, um das Fahrzeug gut abstimmen zu können, sind verschiedene Federn. Also hier von Karten gibt es zu dem, was im Baukasten drin ist, nochmal zwei verschiedene andere Federn, einmal die blauen und einmal die roten. Die blauen sind die harten und die roten sind die soften. Und so kann man so ein bisschen spielen und herausfinden, was dem Fahrzeug einfach auf der Bahn, wo man dann fährt, am besten tut. Also Federn nicht vergessen, auch ganz wichtig. Dann komme ich schon zum nächsten Teil, was nicht unbedingt sein muss, aber ich glaube, das erhöht einfach die Widerstandsfähigkeit des Fahrzeugs. Und zwar haben wir hier in der Mitte vom Auto haben wir einen Kardan, einen Alukardan, der aber in Kunststoffböcke praktisch gelagert ist. Also die Endstücke sind aus Kunststoff. Und diese Aufnahmen, die gibt es auch aus Stahl. Und die habe ich mir einfach hier mitbestellt. Die wiegen zwar schon deutlich mehr, wegen der Rotationsmasse nicht ganz so geil, aber es wird deutlich haltbarer sein. Deswegen habe ich mir die auch mitbestellt. Dann geht es schon an Abstimmung vom Stabi. Also ein Stabi-Satz war jetzt leider nicht lieferfähig, gibt es glaube ich auch. Müsst ihr mal schauen in eurem bevorzugten RC-Shop. Ich habe hier einfach nur ein 1,6er Stabi noch gefunden. Ich hätte mir noch einen deutlich weicheren gewünscht, dass man hier auch ein bisschen spielen kann. Also Stabi sollte man vielleicht auch dabei haben. Und was mir hier am Karten nicht so ganz gefallen hat, sind, dass die Achsaufnahmen, also die Querträgeraufnahmen, die ja immer hier hinten am Fahrzeug und auch vor der Achse liegen, dass die einfach aus Kunststoff gefertigt sind. Das ist zum einen nicht nur wegen der Haltbarkeit, finde ich es nicht ganz so geil, da mag es sogar noch gehen, sondern wegen der Verbindungssteifigkeit tatsächlich, weil wir fahren hier ja schon ein Carbon-Chassis und wir haben ja jetzt einen Winter, beziehungsweise wir haben schon Winter, es ist schweinekalt draußen, fahren wir ja auf Teppich. Und immer wenn wir mehr Griff haben, ist, finde ich, ein steiferes Auto etwas besser. Und es fahren ja auch die meisten Indoor-Flex-Alu-Chassis, also kein Carbon. Und aus diesem Grund habe ich mir diese Achsaufnahmen oder Querlenkerhalter auch genannt, aus Alu geholt. Und da müsst ihr drauf aufpassen, denn ihr braucht die mit 0 Grad Tow dreimal. Zweimal vorne und einmal auf der Vorderseite der Hinterachse. Und dann könnt ihr noch für die hintere Seite, um den Winkel besser bestimmen zu können, verschiedene Einsätze kaufen in 2 Grad, in 2,5 oder in 3 Grad. Ich habe jetzt hier alle drei. Meistens wird so 2,5 Grad gefahren. Und nur kurz zur Erklärung, wenn ihr hinten ein bisschen weiter aufmacht, also nur 2 Grad fahrt, dann wird das Heck etwas loser. Und umso mehr Vorspur ihr hinten auf der Hinterachse fahrt, wird das Heck stabiler. Das ist natürlich dann auch der Strecke geschuldet, was man haben möchte. Ob man eine kleine enge Bahn hat, wo man mehr Rotation möchte, dann macht man hinten ein bisschen weniger Vorspur. Und wenn man merkt, das Heck ist wie angenagelt, kann man auf jeden Fall noch mehr Drehbewegung erzeugen. Dann macht man diese wenigere Vorspur. Und wenn das Heck sehr lose wird und das ist schon sehr, sehr tricky zu fahren oder so, dann versucht man auch die Vorspur hinten ein bisschen mehr zu geben. Aber da gibt es ja ganz verschiedene Möglichkeiten, um das Fahrzeug abzustimmen. Ihr habt ja auch meine Setup-Serie vielleicht schon mal gesehen. Da gehe ich auf die verschiedensten Sachen so ein bisschen ein. So, dann sind wir eigentlich auch schon fertig mit den Ersatz- und Tuning-Teilen. Es ist mir noch eine Sache aufgefallen, und zwar bezüglich dem Karten. Weiß ich nicht, wie es da aussieht. Ihr könnt ja auch mal eure Erfahrungen einfach unten in die Kommentare reinschreiben. Denn ich habe, also ich bestelle ganz oft beim Toni Sport, das soll keine Werbung sein. Der hat einfach auch andere Hersteller und andere Sachen, die gerade für die ETS auch abgestimmt sind. Bezüglich Karten habe ich da viele, viele Teile gar nicht mehr gefunden. Also beim Toni gab es noch ein paar. Aber es gibt auch einen offiziellen Karten-EU-Shop. Der ist einfach total leer, ausverkauft. Also da gibt es keinen Baukasten, keinen Teil, kein gar nichts. Und das ist immer so ein bisschen sorgebereitend. Denn was macht ihr denn, wenn ihr das Chassis habt und in einem halben Jahr entscheiden die Händler, ah nee, das war Mist, da haben wir einen Blödsinn entschieden, wir nehmen das Fahrzeug wieder aus dem Programm und verkaufen jetzt alles ab. Dann steht ihr mit einem Auto da, wo ihr keine Teile mehr bekommt und womit ihr dann auch nicht mehr auf ein Rennen fahren könnt. Denn wie gesagt, es gibt nichts Schlimmeres, wenn ihr irgendwie einen Crash habt und ihr könnt das Auto nicht mehr wiederherstellen und den nächsten Lauf fahren. Also das ist wirklich sehr, sehr ärgerlich. Und deswegen sollte man auch schauen,
bei der Herstellerwahl, wenn man das ernsthaft beginnen möchte, dass man ein Auto nimmt, was auch später noch supported wird, wo man vielleicht auch sogar Setups abschauen kann von anderen oder kopieren kann und verbessern kann oder auch in Dialog treten mit anderen kann. Das ist auch sehr wichtig. Und vor allem, wo es auch noch Ersatz- und Tuningteile gibt. So, dann habe ich hier gar nicht mehr dazu zu sagen. Ich bereite jetzt das Fahrzeug vor, dass ich wirklich dann endlich auf die Bahn komme, baue hier vor allem das Spool vorne ein, mache noch eine Karo fertig und dann sehen wir uns im nächsten Video auf der Bahn. Macht's gut!